Huch, da ist ja wer. Hallo. Ah, was ist los, Kurumi? Hast du etwas vergessen? Ja, sowas in der Art. Findet gerade die Schülerinnen Schülerinnen-Ratsversammlung statt. Ja, hey, ist das dein Freund? Auf keinen Fall! Ich kann nicht verstehen, was sie da reden. Ach ja, nun erzählen wir später alles darüber. Ich hab dir gesagt, dass es nicht so ist. Lass uns hier verschwinden, Yuma. Okay. Ha, warum interessiert sich Flachbrust so für Jungs? Sie interessiert sich ja offenbar nur für einen. Also es sind zumindest die Vibes, die ich bekomme. So, hallo. Ach, was für ein Chaos. Frau, die Aufreißer hast. Wenn sie etwas beunruhigt, leihe ich ihnen gerne mein Ohr. Sie sind von der Kirche. Ja, das bin ich. Ich glaube, ich muss mich nicht schon wieder erklären, warum ich das tue. Also, was beruhigt sie? Was beunruhigt sie, meine ich? Naja, da ist dieser Typ, der mich in letzter Zeit ständig anbaggert. Schick ihm einen Dickpick und dann lässt er dich in Ruhe. Hoffentlich. Ich habe ihn mehrmals abgelehnt, aber er will es einfach nicht verstehen. Es stresst mich. Oh, das sind die schlimmsten Typen. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll. Hoffentlich ist es nicht Desuhiko, weil sonst kriegt er eine Schelle von mir. Können Sie mir eine Beschreibung der Person geben? Oh Gott, natürlich. Ja, klar, er war eher klein, aber er hatte jede Menge Selbstvertrauen. Desuhiko. Wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt das Nein. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Außerdem trug er einen riesigen Rucksack. Der Typ wäre nicht so schlimm, wenn er das Ding nicht rumschleppen würde. Sie muss Desuhiko meinen. Dieser Mini-Detektiv hat sich ein Mädchen rangemacht, anstatt zu ermitteln? Keine Gnade für Faulpelze! Was sollte ich ihrer Meinung nach tun? Schauen wir mal. Weise ihn weiterhin ab. Warum nicht einmal mit ihm ausgehen? Überlass das mir. Ich will... Also einmal mit ihm ausgehen ist wahrscheinlich nicht so gut, weil das würde ihm nur weiter... das würde sein Selbstvertrauen nach oben reißen, weil er sich denkt, ja, ich habe es geschafft. Ihn weiterhin abweisen würde nichts helfen, nehme ich an. Weil sie hat es ja jetzt schon öfter versucht und er hört nicht drauf. Und wie ich gesagt habe, wenn er es ist, dann kriegt er erstmal eine Schelle von mir. Weil eine Frau sagt, nein, dich abweist, dann heißt das nein, dann gehst du weg. Also überlass das mir. Überlassen Sie das mir. Ihnen? Was haben Sie vor? Es ist mir ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber die Person, die sie anbaggert, ist jemand, mit dem ich zusammenarbeite. Oh. Ich werde ihm sagen, dass er aufhören soll, sie zu belästigen. Ich verstehe. Danke. Viel Glück? Keine Ursache. Es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie sich damit auseinandersetzen mussten. Sieht so aus, als hätte ich es geschafft, Ihr Problem zu lösen. Und im Gegenzug hast du dir selbst ein brandneues eingebrockt. So, hier. Ich freue mich, dass der Theaterclub wieder aktiv ist. Ja, was passiert ist, war wirklich traurig, aber unsere Schule braucht wirklich ihren Theaterclub. Ihr nächstes Stück wird eine Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau. Wirklich, wer spielt denn den Mann? Ich bin so aufgeregt. Es steht noch nicht fest. Ah, das ist sicher spannend. Schule ansehen, ist das wieder dasselbe? Leuchtet, Neon, nö. Huch, okay. Hier irgendwas Neues. Ja, nö, nix Neues. Und dann hier die Lehrerin oder was weiß ich. Oh, Kurumi, was machst du hier um diese Zeit? Nun, du solltest nach Hause gehen, bevor es noch später wird. Ja, du hast recht. Okay. Sonst ist hier nichts, nehme ich an. Nope. Gut. Mein Hund bellt. Dann fahren wir mal zum Uhrturm. So, da beim Uhrturm sind wir wieder. Weil der Deshüke sich manifestiert hat. Da. Nehme ich an. Was? Na, wer sind Sie denn? Depperte! Warum warst du nicht vorher da? Ah, was soll ich tun? Vor allem, ich wollte sagen, ich habe in der Akademie, ich habe das Kapitel nochmal gespielt.
und habe beim Mikroskop diesen Erinnerungssplitter mitgenommen. Nur, dass alle Bescheid wissen, nicht wahr? Habe ich offscreen gemacht. Weil das ein bisschen gedauert hat, weil du halt alles von Anfang nochmal spielen musst beim Kapitel, bis du da hinkommst. Und es merkt sich das aber. Also habe ich es jetzt in diesem Spielstand. So, also was soll ich tun? Wenn sie etwas besorgt, höre ich ihnen gerne zu. Okay, das hat mein Hirn gerade ausgeschaltet. Wenn sie etwas besorgt, ich weiß schon, besorgt sein, aber sagst du da nicht irgendwie, wenn sie etwas belastet, können sie mit mir reden. Besorgt, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, wenn sie etwas besorgt. Ich meine, ich glaube, das habe ich ewig nicht mehr gehört, wenn überhaupt. Ist das Deutsch-Deutsch? Weil das sagt doch keiner. Wenn sie etwas belastet, dann können sie mit mir reden. Wenn sie etwas besorgt, das... Um Gottes Willen. Okay. Ah, wer sind sie? Frau mit Lampenfieber, alles klar. Die Nonne bat mich, die Sorgen aller anzuhören. Darf ich dann fragen, ob sie sich mein Problem anhören könnten? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich bin ja deswegen da. Gut. Leute, ich arbeite in einem Café, aber scheinbar komme ich einfach nicht gut mit den Kunden klar. Na und? Die Leute sind zum Essen, Trinken da. Sie müssen sich ja nicht mit denen anfreunden. Sobald ich vor jemandem stehe, werde ich so nervös, dass ich kein Wort mehr herausbekomme. So ähnlich wie jetzt gerade. Ich möchte in der Lage sein, mit Leichtigkeit mit Menschen zu sprechen, so wie sie es getan hat. Achso, die Fubuki. Sie? Sie war nur einen Tag da, aber sie war so attraktiv und locker im Umgang. Meint sie vielleicht Fubuki? Als ich sie um Rat fragte, meinte sie, ich müsse die bösen Götter besiegen. Die bösen Götter? Es geht auf jeden Fall um Fubuki. Aber ich weiß nicht einmal, was böse Götter sind. Und wie hängt das mit der Kundenbetreuung zusammen? Was soll ich tun? Nun, suchen wir gemeinsam nach bösen Göttern? Vergessen wir die bösen Götter? Ich denke, die Dinge sind in Ordnung, wie sie sind. Okay, welchen Rat gebe ich? Also die Fubuki, auf deren Rat sollte Mensch wahrscheinlich eher nicht so hören. Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob sie genau verstanden hat, was das Problem ist, als sie den Rat gegeben hat. Vergessen wir die bösen Götter? Wenn ich sage, vergessen wir die bösen Götter, wird das wahrscheinlich eher so sein, dass sie so ist, oh ja, okay, aber es würde nicht wirklich helfen, weil sie halt daran glaubt. Oder zumindest, gemeinsam suchen nach bösen Göttern. Entweder suchen oder ich denke, dass alles in Ordnung ist, wie sie sind. Wie es ist. Alter, die Leute, die da einfach immer durchmarschieren, diese Unhöflichkeit. Sie könnte ja rundherum gehen. Also, die Dinge sind... Sie hat ja eh ganz ordentlich mit mir geredet. Und suchen wir gemeinsam nach bösen Göttern ist so... Wir würden ja überhaupt nichts finden, oder? Wir können ja nichts finden, was nicht da ist. I don't know. Vergessen Sie die bösen Götter mal kurz. Fühlen Sie sich im Umgang mit Menschen, wie Sie jetzt sind, nicht wohl? Hä? Wirklich? Obwohl ich mich nicht gut ausdrücken kann? Okay, warte, habe ich mich da verlesen? Fühlen Sie sich im Umgang mit Menschen, wie Sie jetzt sind, nicht wohl? Und sie sagt, wirklich, obwohl ich nicht... Was? Finden Sie nicht, dass Sie, so wie Sie jetzt sind, gut mit den Menschen umgehen können? Wir wissen ja im Grunde, was gemeint ist, aber das ist, glaube ich, irgendwie falsch übersetzt worden. Oder nicht ganz sinngemäß irgendwie. Ich glaube, je mehr sie darüber nachdenken, desto verkrampfter werden sie. Niemand verändert sich über Nacht. Wenn sie also dranbleiben und weiter zur Arbeit gehen, werden sie sich irgendwann daran gewöhnen. Jetzt kommt der Nächste! Sag einmal! Das ist unhöflich. Immer zwischen mir und der Dame hinter uns, hinter der Wendy. Ich meine, ist genug Platz auf der Straße? Sowas. Ah, Entschuldigung. Findest du irgendwie, sehr unhöflich, die Menschen hier. Ich danke Ihnen vielmals. Fühlt sich an, als wäre eine große Last von meinen Schultern gefallen. Keine Ursache. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich werde mein Bestes geben. Wenn Sie möchten, können Sie mich gerne wieder im Café besuchen. Klar, ich freue mich drauf.
Das sollte erstmal reichen. Kehren wir zurück zur Nonne. Na, ich hoffe, dass ich die richtigen Sachen gesagt habe. Das ist alles Post. Haben Sie noch was zu sagen? Danke, dass Sie mir zugehört haben. Nix, okay. Gut, dann gehen wir zur Kirche zurück. Fahren zur Kirche zurück und dann gehen wir in den Kamasaki-Distrikt. Ich muss schauen, dass ich in den Marunomon-Distrikt irgendwie reinkomme. Da fährt der Bus nicht hin. Ich hoffe einfach, dass da nichts, weil da auch eine Nebenaufgabe noch ist. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Aber ich weiß nicht, wie ich reingehen soll. Wer steht denn da bei der Nonne? Okay. Anders ausgedrückt. Es ist nicht Ihre Schuld, aber jammern Sie bloß weiter so herum und ich werde Sie im Namen Gottes persönlich umbringen. Okay, das hilft sicher jedem. Uff. Was war denn das gerade? Ha, schon zurück. Herumspionieren ist eine miese Angewohnheit, wissen Sie das? Ich kann Ihnen noch nicht die ganze Arbeit überlassen, oder? Ich habe mich ebenfalls etwas bei den Leuten umgehört. Oh, das ist großartig. Diese Person sah gerade wirklich glücklich aus. Ich konnte ihm die Erleichterung ansehen, als wären seine Sorgen verflogen. Er hat sich immer und immer wieder bedankt. Tatsächlich? Naja, wenn es geholfen hat, dann bitte. Ich denke, er war froh, jemanden zu haben, mit dem er sich unterhalten konnte, der so freundlich und zugänglich war. Für eine Nonne sind sie irgendwie vulgär, aber sie sind auch unglaublich nett. Halten Sie die Klappe! Ich bin gerade beschäftigt! Bis später! Schüchtern, wa? Ciao, ciao. Oh. Ihr Gesicht wurde knallrot und sie rannte davon. Solange sie da ist, denke ich, dass es der Kirche gut gehen wird. Sie ist mitfühlend und die Leute vertrauen ihr. Es war nicht einfach, aber ich freue mich, dass wir helfen konnten. Ja, das ist doch schön. Gut, der Kirche erneut zur Hand gehen, haben wir das Ark geschafft und dann fahren wir jetzt weiter. So, wir müssen uns hier überall umschauen. Ah ja, das sind die Gyoyudo-Antiquitätengeschäft. Das ist doch das vom Alten, oder? Oh. Ja. Lang nicht gesehen, Margulon. Wie läuft's bei dir? Tja, weißt du. Jetzt für die Iruka müssen wir jetzt was rausfinden, ne? Es gibt eine Sache, bei der ich deine Hilfe brauche. Oh, toll. Schon wieder etwas Lästiges. In dem Fall passe ich. Es geht um Iruka. Oh? Oh, weiter. Ich bin ihr gerade begegnet. Sie wirkt ziemlich deprimiert wegen allem, was passiert ist. Ich möchte ihr helfen. Hast du eine Idee, wie Mensch sie aufmuntern könnte? Mir fällt tatsächlich etwas ein, aber bevor ich es dir sage, habe ich zunächst eine Bitte. Du hast eine Anfrage? Iruka ist nicht der Einzige mit Problem, weißt du? Ich dachte, Iruka ist ein Weib. Okay. Ich möchte, dass du das hier einem bestimmten Mann übergibst. Was ist da drin? Musst du das wirklich wissen? Nein, ich glaube nicht, aber ich habe schon mal Bomben überall angebracht, ohne zu wissen. Naja. Aber ich will mich nicht noch einmal hinters Licht führen lassen. Ah, kein Zweifel. Ein guter Punkt. Nun, los, mach es auf. Es ist nur etwas zu essen. Richtig, es ist etwas zu essen, genau wie er sagte. Es ist vergiftet. Wem muss ich das übergeben? Er sollte in einem kleinen Zimmer im Doya-Distrikt sein, dem gleichen, in dem du zuvor eingesperrt warst. Ah, dieses Zimmer. Es müsste am anderen Ende des Doya-Distrikts sein. Erledige das für mich und ich sage dir, wie du Iruka helfen kannst. Verstanden. Das kleine Zimmer im Doya-Distrikt. Okay. Haben wir das zu tun? Was ist... Jojo, okay. Dann hier, was ist... Achso, die Statue, ungewöhnliche Statue. Das ist eine... Ach so. Hast du bloß vergessen? Oh ja, stimmt. Der Meister ist absolut sorgenfrei. Das haben wir schon mal. Weil da irgendwo mal ein Typ gestanden ist, der gesagt hat, ah, aber die eine Statue vor dem Geschäft ist geil. Also hat er wahrscheinlich die gemeint. So, hallo mein Mädchen. Wie geht's denn? Yuma, du musst zuhören. Meine Ermittlung läuft gut. Ich werde über den von der Dämonenklinge geschützten Teufel urteilen. Ich verstehe nicht. Sieht so aus, als müsstest du Überstunden machen, Meister. Ja? Okay. Gut. Gut. So, schauen wir mal ins Hotel rein. Gut, im Hotel war überhaupt nichts Neues für uns. Nichts Interessantes. Hier drüben steht aber wer. Wow, du bist... Hä? Oh, ich dachte, du wärst der Terrorist. Du hast mir Angst gemacht. Diese Übertragung wurde schließlich im gesamten Kanai-Bezirk ausgestrahlt.
Nur ein gewöhnlicher Mensch, was? Da mal her mit deinen Wertsachen. Ich muss hier weg. Lauf! So, hier hinten. Der Maronomond ist... Kann da hin? Das ist doch da, wo alles überflutet ist, oder? Wenn ich jetzt... Warte, kann ich da hin? Oh! Ja, oh, okay. Ich kann hierher. Aber halt natürlich nicht mit dem Bus, weil alles überflutet war und die Bushaltestelle irgendwo da hinten war, ist. So schwebendes Objekt. Ist das auch von Englisch Floating Object übersetzt? Irgendwie, okay, egal. Da liegen noch Dinge von der Überschwemmung herum. Kann das nicht jemand aufräumen? Ich denke, es ist einfach zu viel zerstört worden, als dass irgendjemand damit fertig werden könnte. Okay. Interessant. Ui. Aber wir können offenbar ein bisschen was erkunden. Sieh mal einer an. Töff, 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 da drüben. Aha. Zudem kann ich nicht, aber die Zukunft besorgt mich. Die Zukunft ist sehr besorgniserregend, auch in der realen Welt. Ups, ja. Mann, Mann, Mann. Hier schaut's echt, wow, ist immer noch überschwemmt alles. Boah, die ganzen Teile. Sie sieht sich das so an, so, ja, ja. Okay. Haben wir denn hier? Ah, hier drüben steht jemand. Sind hier irgendwo Menschen zum... Nein, oder hinten ist jemand. Und ich kann die Treppe rauf. Da reden wir erstmal mit ihm. Oh! Hey, du, da hast du eine Minute. Meinst du mich? Das stimmt, du bist genau der coole, zuverlässig aussehende Typ, den ich brauche. Falls du Zeit hast, plane ich einen kleinen Job. Ein Job? Ich bin gerade schon am Arbeiten, also... Und das ist völlig okay. Dieser Job wird deinem anderen nicht im Wege stehen. Der Lohn dafür ist unüberschaubar. Was? Das klingt suspekt. Du wirst im Handumdrehbereich. Du hast es geschafft, Meister. Deine Tage des Lebens mit Schuldenbergen sind vorbei. Ah. Ich denke darüber nach. Aha. Das war's. Okay, cool. Sehr suspekt, das Ganze. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Vielleicht kann ich ja irgendwas anschauen und dann kriege ich Punkte. Uiuiui. Manometer. Da ist das Ganze rausgekommen. Das Wasser. Schau mal, Abwasserrohr. Ich habe es nicht bemerkt, als wir auf dem Boot waren, aber hier stehen die Dinge wirklich schlecht. Halte dich besser fern, Meister. Du willst doch nicht von herabfallenden Trümmern zerquetscht werden. Es ist wirklich gefährlich. Das Nachbeben sozusagen und alles. Das kann schon zu einigen Unfällen führen. Ich bekomme Hunger. Dann geh was essen. Lösung gefunden. Tada. Schwebendes Objekt, das ist dasselbe. Er ist komplett versperrt, oder? Es hat keinen Zweck. Suchen wir nach einem anderen Weg. Okay. Ich muss auf Statuen achten, ob ich irgendwelche finden kann. Schon wieder. Muss aufpassen, dass ich nicht schon wieder alles übersehe und das ganze Kapitel neu spielen muss. Das wäre... Oh, die Telefonzelle. Ah, da sind wir also. Naja. Was ist das denn jetzt? Hallo? Sieh mal, Meister, ein Wahrsager. Warum lässt du dir nicht deine Zukunft voraussagen? Ich glaube an sowas nicht. Ein Wahrsager? Entschuldigen Sie bitte, könnte ich Sie kurz sprechen? Diese Person scheint ziemlich verdächtig zu sein. Was soll ich tun? Lass uns die Geschichte anhören. Wollen Sie etwas von mir? Keine Ursache. Was sind das für Zähne, Bugs Bunny? Ich habe einfach ein gutes Omen gesehen. Ha! Ich habe auch gute Omens gesehen. Ich warte auf die dritte Staffel. Und wollte es mit Ihnen teilen. Ein gutes Omen? Wer sind Sie? Und sind Sie auch so traurig wie wir alle? Oh, Sie kennen mich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns noch nie getroffen haben. Oder vielleicht doch, während eines Falls? Nein, ich hätte mich an Bugs Bunny erinnert. Trockene Lippen, Entschuldigung. Nicht wirklich, ich kann mich nicht erinnern.
Tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht. Sind wir uns schon einmal über den Weg gelaufen? Ich bin ein Wahrsager, der die Zukunft lesen kann. Ich liege bei unfassbaren 96% der Fälle richtig. Englisch und Deutsch gerade 96. Ich bin ja durcheinander gekommen. Diese Angabe ist seltsamerweise ganz schön genau. 96%, okay. Wirklich, sie ist ziemlich hoch. Vergiss es, Meister. Jammer nicht rum, wenn du von einem Insta-Kill mit einer 1%igen Chance getroffen wirst. Ha! Witzig. Wovon redest du, Shinigami? Unser Treffen war vom Schicksal bestimmt. Erlauben Sie mir, Ihnen Ihre Zukunft vorauszusagen. Kein Bedarf. In naher Zukunft wird Ihnen ein hübsches Mädchen Ihre Liebe gestehen und ein junger Mann sein Geld teilen. Okay, das ist total vage. Ich meine, das Sternzeichen vage, das ist total vage. Nein, das ist so, so funktionieren ja diese Dinge, dass sie irgendwas komplett Offenes sagen im Grunde und dann trifft es irgendwie ein und du bist so, ja, aber wenn du, es gibt keine Details, es gibt nie Details, also. Aha, jetzt werde ich langsam misstrauisch. Meinst du nicht, wir sollten jetzt wegrennen? Wenn du hier bleibst, kaufst du am Ende noch eine magische Lampe oder ein Gemälde oder so etwas. Ja, du hast recht. Tut mir leid, ich habe es etwas eilig. Wenn uns jetzt irgendwer entgegenrennt, ja, der uns die Liebe gesteht und dann irgendwer, der uns Geld gibt, dann ist das eindeutig nur geplant, damit sie... Ich komme nicht gut, damit er diese 96% behält. Ich komme nicht durch, weil das Treibgut den Weg versperrt. Das ist ärgerlich, aber ich muss einen Umweg machen. Genau wie dein Leben, Meister. Umwege ohne Ende. Okay. Autsch. Sprich oder verschwinde. Okay, Bank. Derzeit geschlossen. Das ergibt Sinn, denke ich, angesichts dessen, was passiert ist. Klingt nach viel Arbeit. All diese Entschuldigungen, das Prüfen ihrer Kontostände. Jupp. Das ist sicherlich ein Spaß. Entschuldigung, ich möchte verschwinden, weil ich nicht reden möchte. Gibt es hier sonst noch etwas? Etwas mehr? Na, du kannst hier so. Ansonsten. Da oben ist wer? Zum Sprechen? Hallo? Sie? Hallo? Nicht? Wo ist denn das dann? Oh, okay. Cutscene. Ah, okay, wen? Rauf, runter. Ja, okay. Gut, von mir aus. Hm? Kann ich dir helfen? Ich hab dich immer gemocht. Was? Für wen zum Teufel hält sich diese Tussi? Das kommt alles ein bisschen plötzlich. Ich werde auf dich warten, egal wie lange es dauert. Und damit rennt sie davon. Was sollte das denn? Bleib weg, Meister. Lass es nicht so weit kommen. Aha. Also eindeutig ist das einfach nur ein... Hoax. Verarsche. Ah. Oh, super, Bruder. Was ist los? Entspann dich, Bruder. Wir sind doch Kumpels, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns heute zum ersten Mal begegnet sind. Mach dir darüber keine Sorgen. Das hier habe ich nur für dich mitgebracht, mein Freund. Geld? Ich kann das nicht annehmen. Keine Ursache, Bruder. Reichtum und Glück sind dazu da, geteilt zu werden. Also, wir sehen uns. What the fuck? Warte. What the fuck? Was ist gerade passiert? Ein Liebesgeständnis und ein Geldsegen. Heute ist wohl dein Glückstag. Aber hey, ich habe Geld bekommen. I'm taking it. War das vielleicht das Schicksal? Ist es wirklich wahr geworden? Erzähl mir nicht, dass du jetzt an Wahrsagerei glaubst, Meister. Ich meine, du hast doch gesehen, was gerade passiert ist, oder? Wahrsagen ist unwissenschaftlich. Das ist so okkulter Blödsinn. So etwas gibt es nicht. Vor mir schwebt ein Todesgott. Wirklich? Unwissenschaftlich? Ja, sagt die Todesgöttin. Wer behauptet, dass alle Vorhersagen falsch sind? Dann lass uns rausfinden, ob der Wahrsager wirklich die Wahrheit sagt. Gute Idee. Die Wahrsagerin. Der Wahrsager sieht alles. I feel like it's bullshit. Someone's fucking with me. And I don't like it when people fuck with me. Oh, die Terror-Terror-Bozo sind weg. Naja, sind alle weggeschwemmt. Wahrscheinlich. Wegen der, naja, wegen des Wassers. Was ist das? Abwasserrohr? Ist Abwasserrohr? Nein, der da. Okay, ich denke mir schon. Hallo,
Verdammt, dieser Hexer. Das werde ich ihm nie verzeihen. Die Zukunft versagen. So ein Quatsch. Er scheint wirklich sauer auf den Wahrsager zu sein. Vielleicht weiß er etwas. Lassen Sie ihn fragen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Wer zum Teufel bist du? Ich nehme gerade diesen Wahrsager unter die Lupe. Was sagst du da? Bist du mit dieser Ratte befreundet? Nein, 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 bin ich nicht. Ich fand das alles verdächtig, also führe ich eine Ermittlung durch. Verdächtig ist nicht das richtige Wort dafür. Es ist Betrug. Diese irrsinnigen Preise, ich kann mehr reden, Alter, für Vorhersagen, die nicht einmal eintreten. Meine Freundin hat ihr gesamtes Geld ausgegeben. Das ist ja furchtbar. Du sagst es, wenn ich ihn jemals in die Finger bekomme. Es scheint, dass diese Weissagungen einigen Menschen echten Schaden hinzufügen. Alter, lies doch, was da steht, Mensch. Ich rede mit mir selber. So was. Kann ich da hoch und dann... Ja, da drüben steht die Dame. Okay, hallo. Was mache ich morgen? Ich glaube, ich werde meine Zukunft noch einmal vorhersagen lassen. Wieso? Scheinbar kennt sie den Wahrsager. Hören wir uns an, was sie zu sagen hat. Entschuldigung, hast du einen Moment Zeit? Ich würde gerne mehr über diesen Wahrsager erfahren. Oh, gerne doch. Also, was möchtest du wissen? Sind seine Vorhersagen wirklich so genau? Na sicher, aber es geht nicht um Genauigkeit. Dieser Wahrsager kann tatsächlich in die Zukunft sehen. Ich lasse mir die Zukunft vorhersagen, wenn ich mich bei etwas nicht entscheiden kann. So viel Vertrauen habe ich. Verstehe. Du bist skeptisch? Wenn du nicht aufpasst, erwischt dich eine göttliche Strafe. Nein, natürlich nicht. Danke, dass du mit mir geredet hast. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Okay. Es ist gut. Aber glaubisch. Also ich würde mich ja nicht auf Wahrsagerei verlassen. Aber. Ja. Was ist mit dir? Was soll ich nur machen? Ich hätte niemals an diese Weissagung glauben sollen. Redet sie von dem Wahrsager? Hören wir uns an, was sie zu sagen hat. Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Ja, neulich war ich bei einem angeblich zuverlässigen Wahrsager und ließ meine Zukunft vorhersagen. Ich kaufte nach seinem Rat ein paar Aktien, aber jetzt fallen die Preise. Ich komme kaum noch so über die Runden. Es war alles nur Betrug. Wie konnte ich nur auf so etwas reinfallen? Es gibt also Personen, deren Schicksal sich nicht erfüllt. Pass besser auf und glaub bloß nicht blindlings an Weissagungen. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Okay, ich werde vorsichtig sein. Tja. Irgendwas hier. Hallo. Anstrengende Bauarbeiten. Oh. Was mit dem? Das Ding steht aber immer noch, trotz der Überflutung, sehr sturdy gebaut. Marunomon ist jetzt so wegen dieses terroristischen Bombenanschlags. Wenigstens haben die Friedenswächter die Bürgersteige aufgeräumt, damit wir sie benutzen können. Es wird wirklich anstrengend, wenn das Wasser endlich zurückgeht. Ja, du hast recht. Ich brauche einen ganzen Tag, um das ganze Gebäude zu säubern. Servus. Gut. Sie, mein Freund. Ich bin so froh, dass ich auf diesen Wahrsager gehört habe. Hören wir uns an, was dieser Mensch zu sagen hat. Entschuldigung, kannst du mir mehr über diesen Wahrsager erzählen? Oh, hast du ihn auch getroffen? Erstaunlich, oder? Was ich trage, was ich esse, wo ich arbeite, ich mache genau das, was er mir sagt. Und mein Glück verlässt mich nie. Ich werde im Lotto gewinnen und im Glücksspiel. Und er sagte, ich werde meiner zukünftigen Frau über den Weg laufen. Das sind 96% Genauigkeit bei dir. Oh, ein Wahrsager, der tatsächlich in die Zukunft sehen kann. Danke, dass du mir geholfen hast. Wenn du einmal nicht weiter weißt, folge deinem Glück. Ich denke, das sind alle Informationen, die wir bekommen können. Einige Menschen waren hoch erfreut, dass ihre Weissagung wahr wurde, während andere wütend darüber waren. Wahrsagereien sollen ja nicht zu 100% korrekt sein, aber einige dieser Lügen verursachen viel Schmerz. Lass uns nochmal mit dem Wahrsager reden. Ey, ich glaube, das ist Bullshit. Der Typ redet halt irgendwas und bei manchen trifft es halt ein. Zufälligerweise, okay, die lassen mich da nicht durch. Gut, ich muss so rundherum gehen irgendwie. Hal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 a. Huch, was kommt denn jetzt? Hallo? Aha! Ist das nicht... Ah, oh, das ist das Mädchen, das dir seine Gefühle gestanden hat. Sieht so aus, als würden sie etwas besprechen. Aha! Ich habe gehört, dass du ein neues Ziel gefunden hast. Wie ist es gelaufen? Es war ein Kinderspiel. Typen wie der sind kein Problem.
Er hat sich sicher inzwischen Hals über Kopf in mich verliebt. Bald wird er seine Zukunft voraussagen lassen. Auch bei mir lief alles gut. Es war so lustig, wie er so panisch herumlief. Gut gemacht, ihr beiden. Hier ist eure Belohnung. War mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Ich war erst unsicher, ob ich Menschen auf solch einem Wege betrügen sollte, aber es war so unglaublich einfach. Melde dich, wenn du das nächste Mal ein Ziel findest. Hast du das gehört? Diese Typen sind nicht von der Sorte, die Hinterhof-Hütchen spielen oder Kümmelblättchen spielen. Kümmelblättchen? Das können wir nicht durchgehen lassen. Wir müssen ihn stellen. Yo. Hallo. Sie Arsch. Ah, sie sind es. Und haben sie sich meine Vorhersagen bewahrheitet? Haben sie sich bewahrheitet? Ja, das haben sie. Danke. Wenn es ihnen nicht ausmacht, würde ich gerne noch einmal meine Zukunft voraussagen lassen. Nun denn, diesmal ist es allerdings nicht kostenlos. Ich hätte gerne eine Gegenleistung. Kann ich sie in diesem Fall mit Informationen bezahlen? Informationen, sagen sie? Ja, Informationen darüber, dass sie Leute bezahlen, um ihre falschen Vorhersagen zu kaufen. Wie können sie es wagen? Solchen Unsinn werde ich nicht dulden. Das ist kein Unsinn. Sie heuern Leute an, die anderen nur etwas vorgaukeln. Das Mädchen, das mir seine Liebe gestanden hat, der Typ, der mir Geld gegeben hat, das waren beides Lockvögel, oder? Und wenn die Leute dann erst einmal an ihre Weissagungen glauben, verlangen sie exorbitante Preise. Das ist ihre Masche! Wer hätte vorhersehen können, dass ich von jemandem wie ihnen entdeckt werden würde? Er mag ein unterdurchschnittlicher Auszubildender sein, aber unterschätze nie meinen Meister! Ich habe den Friedenswächtern noch nichts gesagt. Wenn sie sich nicht von ihnen verantworten wollen, dann... Dann geben sie all das Geld zurück, das sie von diesen Leuten genommen haben. Dann werde ich sie nicht anzeigen. Ich verstehe. Na, hoffentlich macht er das auch. Gut, okay. Kurz darauf erfuhr ich, dass die Friedenswächter den betrügerischen Wahrsagerzirkel hochgenommen hatten. Wahrscheinlich hat eines der Opfer sie verpfiffen. Das klingt wie etwas, das zu gut klingt, um wahr zu sein. Naja, jeder bekommt, was er verdient. Und das hat der Typ auf jeden Fall verdient. Gut.